Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, aus der Pfarrkirche zu Trumau. Das heutige Thema ist der Adventkranz, den wir hier geweiht schon haben, aber jetzt momentan nicht entzündet. Erklärung zum Adventkranz. Der Adventkranz ist einmal ein runder, grüner Kranz. Also die runde Form des Adventkranzes steht für die Ewigkeit. Grün symbolisiert das Leben. Also der grüne Adventkranz symbolisiert das ewige Leben. Das ewige Leben, das uns unser Herr Jesus Christus schenkt, in der Taufe und in den heiligen Sakramenten. Der Beginn unserer Erlösung, ist wohl die Geburt unseres Herrn und Gottes Jesu Christi. Man kann das natürlich auch schon vorverlegen an dem Tag der Empfängnis, auf den 25. März, an die Menschwerdung unseres Herrn und Gottes Jesu Christi. Damit beginnt das Heilswerk. Wir feiern aber groß jedes Jahr Weihnachten, die Geburt unseres Herrn Jesus Christus, der Messias, tritt in die Welt, er kommt in die Welt. Das heißt, der Erlöser kommt in diese Welt und er bringt uns das ewige Leben. Ja, er ist das ewige Leben. Und so haben wir vier Kerzen auf dem Adventkranz. Und wie jeder weiß, die erste Kerze ist der erste Adventssonntag. Der Priester trägt violett, daher violette Kerze. Zweite Kerze, zweiter Adventssonntag, wieder violett. Dritte Kerze, Gaudete, der dritte Adventssonntag, der Freudensonntag, die Ankunft unseres Erlösers ist nicht mehr weit, ist nahe, wir freuen uns, die Farbe der Freude ist rosa. Und die vierte Adventkerze für den vierten Adventssonntag ist wieder violett, die Farbe der Buße. Die Farbe des Fastens und Betens, die Farbe der Bitte, Gott, unsere Sünden zu vergeben, die Farbe der Vorbereitung auf das kommende Fest. Die vier Kerzen stehen im Quadrat auf dem Adventkranz und bilden daher vier Ecken. Das erinnert an die vier Enden der Erde. Und je näher wir Weihnachten kommen, umso mehr Enden der Erde werden mit Licht entfacht. Das Licht des Lebens, das uns wieder unser Herr Jesus Christus schenkt. Umso näher wir Weihnachten kommen, umso stärker flackert dieses Lebenslicht auf. Am vierten Adventssonntag brennen dann vier Kerzen, die vier Enden der Erde brennen schon im Licht des Lebens, der hier auf dem grünen Kranz, von dem grünen Kranz ausgeht, vom ewigen Leben Gottes. Es scheint und trifft die Gläubigen und gibt ihnen Gottes Segen. Der Segen Gottes möge sie zum ewigen Leben geleiten und hinführen. Daher ist dieser Adventkranz auch ein Siegeskranz. Der Sieg des ewigen Lebens über den Tod. Gott hat durch sein Erlösungswerk, durch das Pascha-Mysterium, sagen wir es, durch seinen Tod und seine Auferstehung, den Tod besiegt und uns teilhaben lassen an seiner Auferstehung. Er lässt uns teilhaben an seinem ewigen Leben. Er lässt uns daher teilhaben, er schenkt uns ewiges Leben. Das Geschenk, das wir erhalten von ihm, wird auch symbolisiert in dem Adventkranz. Der Adventkranz, Symbol für Licht und Leben Gottes. Eigentlich das richtige Material, aus dem ein Adventkranz eigentlich gebunden gehört, wäre ja der Lorbeer. Es ist ein Siegeskranz. Eigentlich müsste der Adventkranz ein Lorbeerkranz sein. Nur wächst er halt in unseren Breiten, in Österreich und Deutschland, wo er liturgisch seinen Anfang nahm.
heute so schlecht. Das heißt, wir haben keinen Lorbeer in unseren Gärten und in unseren Wäldern. Daher sind unsere Vorfahren hinausgegangen und haben dann immer Grünes genommen. Und das war tannenreisig, das hat noch besonders gut gerochen. Das war einfach zu holen, einfach zu binden, hat lange gehalten. Daher haben wir halt jetzt das Tannenreisig hier auf unserem Adventkranz. Der Adventkranz in Dromau ist allerdings ein ganz besonderer, denn er hat noch eine fünfte Kerze, die im Zentrum des Kreises und im Zentrum des Quadrates angebracht ist. Im Zentrum ist daher eine, so wie ich es hier gemacht habe, eine gewesene Osterkerze, also eine, die übergeblieben ist am Ende des liturgischen Jahres. Ich meine, dieser Kerzenrolling war die Osterkerze des Jahres 2007, die wir nicht achtlos wegwerfen, auch nicht zu Agnus Dei verarbeiten, so wie der Vatikan, sondern wir geben sie auf dem Adventkranz bei uns in Dromau. Und dort wird sie entzündet und man wird es schon leicht erraten, zur Geburt, am Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus. Der Messias tritt in die Welt. Die fünfte, die weiße Kerze, liturgische Farbe von Weihnachten ist weiß, wird entfacht, das Licht Gottes, das nun im ganzen Erdkreis erstrahlt und allen Menschen guten Willens Licht und Leben spendet. Also der Adventkranz, ein Siegeskranz, und die fünf Zahl symbolisiert bei den fünf Kerzen dann natürlich auch die fünf Wunden Christi. Durch seine Wunden sind wir erlöst. Die fünf Flammen aus seinen fünf Wunden fließt das Wasser des Lebens, strahlt das Licht des Lebens, strahlt das Licht der Erlösung, der Freude und vor allem das Licht des Friedens in unsere Welt. Und besonders Weihnachten ist ja ein Friedensfest, weil der Engel den Frieden Gottes auf Erden verkündet. Ja, so eine kurze Erklärung dann noch zum Adventkranz, falls sich jemand beim Video Adventkranzweihe dann gefragt hat, warum es in Dromau fünf Kerzen statt vier gibt. So wünsche ich euch nun eine frohe, glückliche, gesegnete Adventszeit. Bereitet euch vor auf das Kommen des Herrn, auf das Kommen des Erlösers. Bereitet eure Herzen, wie es Jesaja den Israeliten zuruft. Macht das Krumme gerade, das Unebene ebnet ein, damit Gott sozusagen einen ebenen Pfad zu euren Herzen findet. Und dafür segne ich euch aus ganzem Herzen im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.